Hallo zusammen, ich habe hier eine Kühlbox von uns, eine B20P. Es gibt noch das größere Modell und noch größer. Aber diese Box zeigt hier jetzt 41 Grad Celsius an. Aber innen drin, so mit dem Kontrollthermometer, hat sie 2. Normale, ein bisschen tiefe Kühlschranktemperatur, aber das Teil funktioniert nicht. Aber wenn ich das genau anschaue, stehen hier 42.F, also Fahrenheit. Jetzt kann ich hier drauf drücken, also eigentlich zweimal. Hier einmal und jetzt blinkt hier das Fahrenheit und jetzt kann ich das umstellen auf Celsius. Das heißt, ich drücke hier nochmals zweimal. Stell hier um auf Grad Celsius und dann zeigt die Box 6 Grad Celsius an und hier habe ich jetzt 4 Grad oder 3,7. Was kann auch sein, wenn es die falsche Temperatur anzeigt? Die Temperatur kann, die Sonde kann bei dieser Box umkalibriert werden. Wenn ich diese zwei Tasten drücke, blinkt hier A0 und jetzt kann ich hier zum Beispiel hochgehen auf 4. Warten und dann zeigt die Box 4 Grad mehr an, als effektiv drin ist. Ist jetzt bereits wieder auf 2 runter. Also das heißt, ich kann hier lange drücken. Und hier runter auf 0 und dann sollte die Sonde auf gleicher Wert anzeigen, wie innen drin ist. Es ist natürlich jetzt das Problem, wenn wir die Box aufmachen, ich muss es eigentlich hier messen. Hier sitzt die Temperatursonde in der Box drin und hier fängt es an zu kühlen. Mache ich hier wieder den Deckel zu. Dann habe ich hier wieder eine unterschiedliche Temperatur. 1,6 Grad. Ich drücke hier nochmals auf 1 und hier gehe ich dann runter auf minus 4 Grad. Also das heißt, ich kalibriere die Sonde um 4 Grad und jetzt zeigt es mir hier 2 Grad an, also das heißt, ich müsste eigentlich nur 3 kalibrieren. Jetzt habe ich aber das Problem, oder ich nicht, die so eine Box haben, da zeigt es plötzlich 70 Grad an. Ich weiß nicht, wie die Leute das auf 70 Grad, die Kalibrierung um plus 70 Grad verstellen können. Oder plus 50 Grad, weil an sich kann ich es nur um 4 minus, um 4 plus verstellen. Wenn ich aber in die Kalibrierung reingehe, zeigt es dann plus 50 an oder 50. Da muss ich auf 0 und dann stimmt die Temperatur wieder etwa innen drin. So kann ich diese Sonde oder die Temperaturanzeige umkalibrieren. Als ich noch auf der gewerblichen Kälte war, gab es solche runden Thermostaten. Und wenn der Kunde gereklamiert hat, dass seine Anzeige irgendwie nicht stimmt, dann hat man einen Schraubenzieher genommen, hier hinten rein, hab ein bisschen gedreht und da hat die Temperatur gestimmt. Also heute messen, wer misst, misst, misst. Das ist ganz klar, aber mit dem können wir ja heutzutage leben. Bei mir war eine Kontrolle über die Zertifizierung, da kam ein Kontrolleur an mit 3 Messinstrumenten. Seine 3 Messinstrumente haben einen unterschiedlichen Wert angezeigt. Ja, das zur Temperaturgenauigkeit. Früher ein mechanischer Thermostat, Bier rausgenommen, es war kalt und man hat es getrunken und war glücklich. Heute erstellt man hier ein Protokoll über die Temperatur, das Ding irgendwo nicht ganz genau gleich ist.
Wir sehen jetzt, hier habe ich 3 Grad und hier habe ich 2,7 Grad. Also das heißt, wir stimmen jetzt hier in der Range wieder überein. Hier die Temperatur ein bisschen korrigiert. Und somit ist diese Box jetzt wieder betriebsbereit. Diese Box haben wir nicht mehr im Sortiment. Wir haben jetzt ein Nachfolgemodell, die sieht ein bisschen besser aus. Diese Box hier haben wir nicht mehr im Sortiment. Unser Nachfolgemodell ist das hier, hier mit Super Energielabel und Deckel so nach oben. Auf der Seite sieht sie so aus. Das ist der Preis, die B21P. Es gibt noch einen größeren Bruder von der. Auch hier mache ich euch ein Video hier oben. Da verlinke ich euch diese Box und der größere Bruder. Oder Schwester, weil es heißt ja die Box, nicht S-Box. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.